Und jetzt ein Medley meiner Lieblingslieder aus der Oberwelt. Wo das Torf muss, singt sein Lied allein, des Nachts im dreifachen Mondenschein. Und das Kristallgebirge säuselt seine Weise. Ja, oh ja, die Oberwelt ist der Ort, der stets mein Herz festhält. Egal, wie viele Welten ich auch bereise. Genug, genug, das reicht. Komm mit. Aber Herr Wachtmeister, aber Sie haben ja Tränen in den Augen. Sind Sie auch aus der Oberwelt? Nein, ich bin Musiker. Jetzt komm mit, du bist verhaftet. Warum? Du hast dich für einen Sänger ausgegeben. Thorin aus der Oberwelt, du hast die Bewährung verletzt, die ich dir auferlegt habe. Daher habe ich keine andere Wahl, als dich dazu zu verurteilen, sofort aus der Welt Tenebros verbannt zu werden. In die Nullnichtigkeit mit ihm! Nicht die Nullnichtigkeit? Genau da will ich auch hin. Wir sind da, Junge. Stell dich da drüben hin. Nicht schade um dich, Pflanzenmörder. Herr Wachtmeister ist sehr... Wieso schwebe ich hier mitten in der Luft? Ah, ich verstehe. Im genauen Mittelpunkt des Planeten wirkt die Schwerkraft in alle Richtungen gleich. Aber wie kann ich mich bewegen? Herr Wachtmeister ist... Es gibt nichts, woran ich mich festhalten könnte. Sehr eifrig. Nein, das nicht, aber... Da ist nämlich die Tür und da werden wir jetzt erstmal einen kleinen Ausflug machen. Was ein Pech. Den ganzen Weg gekommen und jetzt kannst du nicht rein. So nah und doch so weit entfernt. Drip! Wir müssen Trieb weglocken. Und er hört nur auf seine Herren. Nun gut. Du diebischer Drecksack, bist hier nicht willkommen. Willkommen lassen. Diebischer Drecksack, bist... Dieser Drecksack bist... Dieser Drecksack bist kommen. Dieser Drecksack bist... Dieser Drecksack bist kommen. Dieser Drecksack bist kommen. Du Drecksack bist kommen.
Du die kommen. Drieb hat kommen. Ach, wie ging das nochmal? Drieb hat Drecksack bis kommen. Drieb hat kommen, dir nicht will. Drieb hat dir nicht willkommen. Drieb kommen. Drieb kommen. Wir hatten früher das Spiel und auf dem Heftchen innen drin waren die verschiedenen Scherben mit den Silben unten drunter aufgezählt. Ich weiß, dass es 4 waren. Und ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel mittlerweile, die Version auch weggeschmissen. Ich habe mir noch mal eine alte gekauft, aber die habe ich nicht mehr. Ich speichere jetzt erstmal. Und Drieb kommen. Drieb. Also die drei, in genau der Anordnung, brauchen wir. Was sind wir hier? Dir nicht will. Das braucht man nicht. Genau wie das Drecksack. Fisch. Drieb hat kommen. Mal sehen, wie schlau ihr Monster wirklich ist. Ich glaube, das ist. Drieb hat kommen. Haben wir.
jetzt Drivert kommen. Drivert kommen. Das Gerät da ausgesetzt. Drivert kommen. Drivert kommen. Drivert. Drivert kommen. Drivert kommen. Drivert kommen. Drivert kommen. Drivert kommen. Er hat's nicht gemerkt. Drivert kommen. Was zum? So. Man hat sich hier einen gewissen Spaß erlaubt im Einfangen der Bilder. Ich werde es gleich weiterlaufen lassen, dann werdet ihr sehen, hier hinten haben wir Hotaru aus Sailor Moon, die damals sehr schwer im Kommen war. Auch ich war damals ein Fan. Dann hier Darth Vader, Yoda und Alloa unter anderem und noch jemand. Ich werde es nochmal checken und dann hoffentlich hier auch einblenden. Und ja, natürlich Papa, Mama und Bugel. Bugel? Mama! Papa! Ich schwör's, die kaufe ich mir. Was? Du wagst es, mein Haus zu betreten und deine albernen Zaubersprüche an mir auszuprobieren? Ich habe mehr Macht in meinem kleinen Finger, als du jemals überhaupt besitzen wirst. Der Kran! Toren! Natürlich! Wer sonst könnte den Kragen entfernen? Woher kennst du meinen Namen? Ich war deine Amme. Amme? Amme? Ja. Ich habe dir das Leben gerettet. In der Nacht, in der deine Eltern ermordet wurden. Ermordet? Nein! Wie konntest du? Ich dachte, du hättest sie verzaubert. Nein, nein, Thorin. Die Farmans sind in Sicherheit. Aber sie sind nicht deine richtigen Eltern. Deine wirklichen Eltern waren der König und die Königin der Oberwelt. Was? Dann bin ich... Das ist richtig. Du bist der nächste König. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin der nächste König. Du hättest in jener Nacht in deiner Wiege sterben sollen, kleiner Neffe. Neffe. Nachdem ich all die Jahre nach dir gesucht habe, wirst du mir jetzt nicht entkommen. Ich habe deine Eltern ermordet. Und jetzt werde ich dich töten. Junge, und ich erledige sie. Nein, tu's nicht. Ah.
Lucentia? Lucentia, bist du in Ordnung? Das war knapp. Ich dachte für einen Augenblick, er hätte dich erwischt. Lucentia! Tja. Die Rechnung ohne die Hexe gemacht. Zauberin. Aber die Lava. Thorin, das ist keine Lava. Das ist Triebs Fressnapf. Was ist mit meinen Eltern? Und Bogel? Ganz einfach. Thorin, es ist an der Zeit, dass wir alle nach Hause zurückkehren. In die Oberwelt. Thorin, wo sind meine Werkzeuge? Aus dem Dorf, erinnerst du dich? Mein Sohn? Wer ist diese Frau? Und bleibt sie zum Abendessen? Mama! Papa! Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ah. Hello, Text und Design. Produktion Mark Seibert. Hintergrunddesign Don Hesseltine. Letzter Hintergrunddesign Bruce Sharp. Leiter. Leitung Animation Jim Murphy. Leitung Programmierung Rob Kenny. Musik Michael Legrand. Musikzusammenstellung und zusätzliche Musik David Henry und Mark Seibert. Soundeffekte David Henry. Programmierung Mark Engelberg, Rob Kenny, Don Mann. Hintergrundgrafik Don Hesseltine und Bruce Sharp. Animation. Pause. Scheiße. Und das, meine lieben Freunde, nennt sich selbst überlistet. Verdammt. Aber hey, wir haben die volle Punktzahl, ne? Nur muss er nebenbei. Ja, Sinas O'Brien, Kim White, Silicon Graphics. Grafiktechniker William Todd Bryan und Brian Wilkinson. Ja, da gab es mit Sicherheit Verwechslungen. Qualitätskontrolle, Katie Smith. Ja, und viele, viele weitere. Für Animation House. Was ist das für ein Name? Ach du Gott. Ja, aber das ist der Grund, warum ich immer so ein bisschen auf den Teil 2 gehofft habe, weil Thorin ist jetzt wieder in der Oberwelt. Lina gibt's ja auch noch. Und überhaupt, was passiert mit den Phenokristallen? Was passiert mit den Beziehungen zu den verschiedenen Planeten? Hätte mich auch gefreut, wenn es hiervon vielleicht eine Remastered-Version gegeben hätte, dass das Ganze grafisch aufpoliert ist für höhere Auflösung. Aber gut, ist alles nicht gekommen. Sierra in der Form gibt's auch nicht mehr. Leider. Und ich freue mich aber, dass ihr bisher bis jetzt dabei wart und ich hoffe, ihr habt es so genossen wie ich. Das ist jedes Mal ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ach, und ich liebe die Hintergrundmusik. Da, da, da. So, wir haben mittlerweile 1:15. Ich muss es ja unbedingt durchspielen. Animation, der Scanner. Produktion, achso, Produktion. Ich bin so doof heute. Produktionskoordination Susan McGeer. Kann man das scrollen? Nein, leider nicht. Schade. Ah, das Schneckenvieh. Peggy Skalek, Daniela Tomicic, Lovorka Ostovic, Alan Cigar. Ja, ich glaube, die Credits haben sich aufgehängt. Gut. Überspringen wir es an der Stelle. So, in diesem Sinne möchte ich euch aus diesem LP verabschieden. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Starfire, Let's Dream Together.